Willkommen zurück zu Pokémon Blattgrün und gleich mal, hast du die Legende von den Illusionen mit Flügeln gehört? Nein, aber er redet bestimmt von den Flügeln, die, also die Sonderform des Klaviers bestimmt. Das tut der Till, ganz bestimmt. Porenta. Flug gegen Flug. Na, versuchen wir mal so. Blöd. Ich will eigentlich jetzt Pikachu nicht einsetzen. Es ist jetzt ein bisschen... Lapras hat keine AP mehr. Da kommen wir mal so. So. Porenta, das Lauch-Pokémon. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, dann wollen wir mal... einfach mal Geheimpower verwenden. Weil wir es können. Sehr schön. Das ging schnell. Warum habe ich verloren? Och. Fragen über Fragen, auf die es keine Antwort gibt. Nun, die Illusionen mit Flügeln sind die legendären Vogel-Pokémon. Es gibt drei. Arctos, Zapdos und Lavados. Warum sind das Illusionen? Ich verstehe nicht, worauf der hinaus will. Und wieder so ein Vogelkämpfer. Ich will nicht unbedingt, aber lass uns dennoch kämpfen. Ja, dann lass es doch. Ich... Na gut, ich hab's gewollt. Ich hab's gewollt, lieber. Was ist das für ein Name wieder? Geht es schon wieder los? Ach, hallo. Gennady oder Gennady? Oder Gennady? Abitak gegen Ibitak. Ja, wie soll man das jetzt sagen? Ich glaube, Ibitak kann hier wirklich nicht so viel reißen. Ah, doch, doch, doch. Das wird. Wie jetzt? Dreimal getroffen. Unverschämtheit. Komm, Ibitak, mach deinem Abitak-Bruder hier dein Gar aus. Sehr schön, sehr schön. So muss das sein. Und Ibitak kommt. Ja, komm, dann wechseln wir durch. Also ja, wir könnten mit Raichu da jetzt richtig durchmetzeln. Aber das wollen wir jetzt nicht tun. Raichu hat jetzt Level 40. Jetzt ziehen wir erstmal den Rest nach. So. Ein Geheimpower. Ja, das nehmen wir mit. Das macht jetzt natürlich nicht viel. So, und jetzt gehen wir auf Nummer sicher mit Ruckzuck-Hieb. Sehr schön. Oh, das gab gute Erfahrung. Ich wusste, ich würde verlieren. Ja, dann war das nicht so dumm, nicht angreifen zu wollen an sich, ne? Längerfristig ist es egal, ob man gewinnt oder verliert. Nö, man verliert Geld und das Geld fehlt dann für gute Sachen wie Äther kaufen. Die Enke. Bertha, los jetzt, wir müssen uns anstrengen. Enke und Bertha. Ja, gut. Glumanda und Shiggy. Och, wie süß. So, 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 so. Wirkt es auf alle? Ja, scheint so zu sein. Und das auch. Oder? Oh, da habe ich nicht richtig geguckt. Aber Rasierblatt. Jawohl. Oder? Auch nicht auf... Doch, okay. So. Oh, Glumanda provoziert. Die Initiative sinkt. Das macht jetzt nichts. Eigentlich jetzt egal. Komm, rasieren. Okay, also dass eine Schildkröte Schutzschild hat, das finde ich jetzt durchaus eine passende Fähigkeit. Kann man nicht meckern. Ich finde diese Doppelkämpfe von der Darstellung einfach verwirrend. Man hat zu wenig Platz auf dem Bildschirm und es übersichtlich zu haben. Meiner Meinung nach jetzt. Shiggy schützt sich, okay. Dann wird Shiggy jetzt geschnabelt. Oder halt rasiert. Komm. Und das ist sehr effektiv und damit ist es rum. Sehr schön. Gab gar nicht so viel Erfahrung, schade. Ach, oh nein! Und auch nicht so viel Geld. Beine nicht, Bertha. Wir strengen uns beim nächsten Mal noch mehr an. Herr Enke, nicht ihr strengt euch an. Eure Pokémon strengen sich an und müssen für euch leiden.
Können wir nicht sagen, dass sie keine Schmerzen haben beim Kämpfen. Haben wir meinetwegen verloren? Nein, würde ich jetzt so nicht sagen, aber doch. Vielleicht doch. So, dann gucken wir mal hier, was die coolen Gangmitglieder hier machen. Wir kommen öfter her, weil es hier so unglaublich viel Platz gibt. Ja, das sind diese typischen... Oh, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Also diese Art von Motorräder, die eher für das Geradeausfahren gedacht sind, lieber Gerald. Daran liegt es. Es gibt die zwei Arten von klischeehaften Motorradfahrern. Nein, es gibt mehrere, aber jetzt in diesem Kontext zwei. Es gibt die mit den Motorrädern, die nur geradeaus fahren können und die cool sind. Findet man gerne in Norddeutschland. Und dann gibt es die mit ihren Reise-Enduros, die in die Alpen fahren, wo man denkt, die fahren jetzt gleich bis ans Nordkap. So sind die ausgestattet. Dabei fahren sie nur 30 Kilometer zum nächsten Rastplatz, trinken Kaffee, labern 10 Minuten mit anderen und fahren wieder heim. Und das ist hier eher die norddeutsche Fraktion mit dem Platz. Also eher die Fraktion, die in Norddeutschland glücklich ist mit den geografischen Gegebenheiten. So. Ich hatte mal in einem Tunnel eine Harley vor mir und ich war selber auf dem Motorrad. Da dachte ich nur, bitte nicht. Bitte tu es nicht. Natürlich hat er Gas gegeben und dann wieder rollen lassen. Ein paar Meter. Wieder Gas gegeben, rollen lassen. Es war ein Brrrm, das gedröhnt hat ohne Ende. Und dann wieder natürlich leise und dann wieder Brrrm. Und da es ein Tunnel war, konnte ich schlecht überholen. Weil da auch viel Gegenverkehr war, war viel los. Und ich dachte noch so, ich... Da war ich nicht glücklich. Da war ich nicht glücklich. Versteht mich nicht falsch. Ich finde es ja auch cool, wenn es so richtig röhrt. Aber muss das denn ein Tunnel sein? Ah. Weil das dann... Also ein, zwei, drei Mal, aber nicht den ganzen... Das war es, paar Kilometer langen Tunnel. Das hat echt genervt. So, Slimer kommt. Wir wechseln. Und das ist jetzt eigentlich, ja, nicht so wichtig, wie wir nehmen. Kleiner sinnloser Funfact. Ich habe mit Bekannten geredet und ich habe eine Weile sehr grenznah gewohnt. Und die wurden immer kontrolliert mit ihren Motorrädern. Ich verstehe das nicht, was mache ich falsch und so. Und ich sitze da halt auf meinem... Eis-Enduro, ich bin einer dieser Freaks und habe meine Warnweste an und denke mir so, vielleicht liegt es daran, dass du schwarzes Visier oder halt verdunkeltes Visier hast mit komplett dieser, ich sag mal, Rennausrüstung. Ich drück so aus. Es gibt Motorradfahrer, du nimmst deren Motorrad, du schraubst die Blinker und anderen Kram für die STVO ab und dann hätten sie vor 10 Jahren mit dem Ding Rennen fahren können. Und dann wundert man sich in Grenzregionen näher, wenn man sich auch entsprechend kleidet mit so einem Ding. Warum werde ich kontrolliert? Ich sage jetzt nicht, dass ich das gut oder schlecht finde. Ich sage nur, warum wundert man sich? Kurz und schmerzlos, sagt er. Und hat wenig Geld dagelassen. Und uns vergiftet. Cool, deine Pokémon sind wirklich stark. Macht geht vor Recht, du hast es begriffen. Uiuiui. Ui, ui. So, der. Los, los, lass uns kämpfen. Auf in den Kampf, los. Ich fürchte, nach der Folge muss ich auch wieder offscreen zum Pokécenter laufen. Eine Herausforderung von Biker Darius. Mit Smogon. Und unserem vergifteten Eevee. Ja, sollten wir tun. Wir wechseln es gleich aus und er hat auch unser Flamara vergiftet. Ja, also... Wir müssen dann... Wir müssen ins Pokécenter. Oder ziehe mich jetzt dann... Also, wenn ihr nicht kontrolliert werden wollt mit Motorrad, dann seid seid nicht der Christbaum in der Nacht, der hell erleuchtet ist und von Weitem sichtbar ist. Jetzt, also, Nidoqueen hat seinen Fokus verloren und kann nicht angreifen. Oh, Jesus. Low Profile hilft manchmal. Du.
Eieieiei, Nidoqueen. Ach so, das ist dies. Nein. Bin so blöd, das liegt an der Attacke. Aber ich wollte die einfach benutzen. Oh. Ah ja, unnötig. Schwer gemacht. So. Bitake erhält auch Erfahrung. Nidoqueen auch. Ja gut. Nidoqueen hat noch ein bisschen Bock auf Kämpfe. Also für mich war das kontrollmäßig in meiner Motorradfahrung der größte Unterschied. Weg von Supersportler hin zu Reise-Enduro. Mit entsprechendem Auftreten und so. Da hatte ich immer Ruhe. War das immer fair? Nein. Kann ich es aber nachvollziehen, wieso es anders wirkt? Ja. Würde ich sagen, dass jeder, der Reise-Enduro fährt, sich an die STVO hält? Ganz klares Nein. Und gerade, wenn wir gerade bei einem Thema sind, was mich auf Alpentouren gestört hat, war, wenn man Leute gesehen hat, die große, schwere Maschinen fahren, und das war jetzt nicht nur Reise-Enduros, aber halt, da war es hauptsächlich, die offensichtlich körperlich nicht mehr in der Lage waren, 1200 Kubik sicher zu bewegen. So. Oder es auch vielleicht die waren. So, kommt wieder Smogon. Denn man kann auch mit kleineren Motorrädern... ist blockiert. Ah, nein, bin ich blöd, ich bin so doof. Man kann auch mit kleineren Motorisierungen und leichteren Maschinen Spaß haben. Ist auch, aber auch wieder so ein... Ist das jetzt typisch deutsch? Die Amis haben es ja mit ihren Harleys ja auch so ein bisschen. Also gerade dort mit den Harleys und auch mit den fetten Honda-Reisetourern. Ist immer noch blockiert. Müssen wir jetzt doch wieder durchwechseln. Oh, da. Bisaflor, komm. Dieses Bedürfnis, man braucht die größte, schwerste, riesige Maschine. Dabei kann man mit kleinen Dingern echt sehr viel Spaß haben. Also wenn ich jetzt nochmal jung wäre, also jung im Sinne von frisch den Führerschein, frisch volljährig. Ich würde jedem empfehlen, ich bin da jetzt komplett raus aus dem Game, einfach auch wegen Familie und so, weil keine Zeit etc. Ich würde mir so eine, erstmal kurz hier, was sagt der Darius? Ah, hau bloß ab. Okay, gut, gut. Was sagt er noch? Was willst du? Gewinnen. Ein Pokémon-Kampf, cool, leg los, Balk. Sagt hier der Biker Sascha. Na gut, Sascha, dann zeig mal, was du kannst. Also ich würde mir sowas, ein modernes Gegenstück zu einer Aprilia Pegaso holen. Schlicht, weil Einzylinder erstens sich geil anfühlt, wenn man sich mal dran gewöhnt hat. Das hat so richtig... Es hat was Archaisches. Man sitzt ultra bequem und man kommt... Wie drücke ich das jetzt sauber aus? Überall gut durch. Sowohl auf STÖVO-konformen Weg und ich weiß da draußen, es gibt genügend, die machen auch Blödsinn. Man kommt auch halbwegs sicher über andere Wege durch und hat Spaß dabei, wenn man auf so Blödsinn steht. Und ist einfach überall flexibel, wo Slimer kommt. Man braucht eben keine große Motorisierung, um Spaß zu haben. So 50, 60 PS. Ein Zylinder. Ah, Attacke geht daneben. Jetzt wird es auch noch schwieriger, ihn zu treffen. Nee, der Fluchtwert steigt. Ja, doch, schwieriger zu treffen. Man ist einfach damit flexibler. Man kann auch jemanden mitnehmen, ohne dass der Sozius oder die Sozia... Also wie bei einer Rennmaschine um ihr Leben fürchten muss und unbequem hat. Das ist einfach eine super tolle Sache. Außerdem, viele wollen ja als erstes Motorrad irgend so eine Rennmaschine oder so. Sportler, Supersportler. Ganz absurd ist natürlich bei den 125er, aber trotzdem auch bei den großen. Die sind ja entweder gedrosselt für die meisten, die anfangen, oder haben halt... Nur, in Anführungsstrichen, nur zum Beispiel 600 Kubik, was Honda ja gerne macht.
Und Kawasaki, oh. Voll erwischt. Oh, das hat wenig Geld gegeben. Du gegen mich, du weißt, wer gewinnt. Ja, wir. Sehr gut, ich brauche einen Zeitvertreib. Und mit diesen Rasenmähermotoren, die die dann drin haben. Hallo Blasius. Was für ein Name, Blasius. Die sehen natürlich schick aus und so mit der entsprechenden Motorradausrüstung. Ja, ich verstehe das Optische, aber A, erstens, wir hatten es vorhin drüber, man schreit geradezu nach Polizeikontrollen. Und B, man hat eigentlich doch nicht so viel Kraft dahinter. Das Ding hört sich dann ultra laut an und das macht auf so einer Bundesstraße zum Beispiel, die langgezogene Kurven hat Bock. Klar, verstehe ich. Aber A ist die Gefahr hoch, dass man zu schnell fährt und damit Blödsinn baut, der entweder mit einem Strafzettel im guten Fall oder im schlechten Fall mit dem Tod endet. Und B, ich sag nur, ohrenbetäubender Lärm, aber nicht so auf eine coole Art und Weise, wie es zum Beispiel eine Harley hat. Oh, passt. Wir kriegen einen Levelaufstieg. Und wenn dann halt doch jemand mit seiner schweren Maschine kommt, sag mal, eine GS, der GS-Fahrer mit der BMW, der zuckt dann kurz mit der Wimper und gibt einfach im vierten Gang Gas und fährt an dir vorbei. Das ist null Chance. Weil es klingt halt so nach, aber du bist doch nicht so kräftig unterwegs. Und selbst wenn du es bist, dann kannst du es nicht auf allen Arten Straßen ausleben. Du kannst niemand mitleben. Mitnehmen so richtig bequem. Sehr schöner Levelaufstieg. Oh, wir bleiben bei unserem Nidoqueen. Du wirst dauernd kontrolliert. Und wehe, wehe, es kippt hier um das Ding. Gut, es ist mit jedem Motorrad blöd, aber da ist es besonders doof wegen der Verkleidung. Die Versicherung zahlst du mit, weil die auch nicht doof ist und die weiß, was die Leute mit den Dingern anstellen. Auch so ein Punkt. Und der Gebraucht, wenn du das Ding neu hast und willst wieder verkaufen, kriegst du relativ wenig Geld dafür. Du hast mich besiegt. Oh Mann. Und du musst halt, weil es halt mehr auf Drehzahl ausgelegt ist als Drehmoment, musst du halt schalten wie ein Irrer, wenn du die absurde Beschleunigung, die es tatsächlich hat, ausnutzen willst. Es ist ganz schön mühselig, Pokémon zu trainieren. Wohlgemerkt, ich rede vom, wenn man sich das als sowas als erstes Motorrad gönnt und wir müssen jetzt ins Pokécenter. Es hilft nichts, es hilft nichts. Was hier nicht einsetzbar. So, Ibitak. Flieg uns hin. Hilft ja nichts. Es hilft ja nichts. Würde mich interessieren, ob wir unter den Zuschauern auch Motorradfahrer haben und welche Art von Motorrad. Ach ja, da freue ich mich drauf. Wieder Motorrad fahren, wenn die Zeit es wieder hergibt. Du. So. Und nein, es gibt keine schlechten Motorradtypen. Jedem das seine und ich kann von verschiedenen Typen einen Reiz verstehen, aber gut. Prioritäten ändern sich einfach alters- oder berufsbedingt, Lebensumstände bedingt, worauf man will. Oder wie gesagt, ich war ein Supersportfahrer. Ich habe so keine Lust mehr, also ich jetzt persönlich, nach einer Stunde Nackenschmerzen zu haben und unbequem zu sitzen. Das war so der Hauptgrund. Ich hatte mir einmal nämlich nicht Reise-Enduro, eine kleinere Enduro, aber jetzt auch nicht so diese, oh, den hatten wir übersehen. Nicht auch diese kleinen Dinger. Und zwar schon 500 oder 600 Kubik, ist gerade nicht, wie das Ding heißt, ausgeliehen und dann gemerkt, oh, das ist was für mich. Meine Vogel-Pokémon begleiten mich immer. Und zu was hat es mich gemacht? Zu einem Sofa-Fahrer. BMW-Fahrer. Von der GS. Ja, ich bin einer dieser GS-Freaks. Vogelfänger Fridjof. Oh, Taubsi kommt. Und wenn ich keine GS hätte, ich glaube für einen Style, ich hätte wirklich Bock auf so einen Chopper. Oder auf eine Triumph. Triumph hat richtig schöne Maschinen. Also der Dreizylinder-Klang, der hat was für sich. Da kann man echt nicht sagen. Street Dribble, Street Win, klar, die Klassiker.
Triumph hat einfach tolle Sachen, ja. Und Farben der Triumph. Aber ich wurde vom Enduro-Fieber erfasst und Kardan halt. Einfach die Tatsache, du musst keine Erkenntnis dauernd schmieren und pflegen. So wahnsinnig bequem. Ja, komm. Wir entziehen uns der Problematik mit dem Flug. Und wie immer habe ich keine Ahnung, wie kam ich jetzt auf das Thema. Doch, weil dein Biker war, ja, stimmt. Mit seinem vielen Platz. Ja, und das war das Allerschlimmste. Wenn du Supersportler hast, du bist halt nicht so flexibel, gerade wenn du in die Alpen gefahren bist oder einfach allgemein Gebirgsregionen, weil du wirklich nur auf langgezogene Kurven richtig mithalten kannst mit anderen. So. Ibitak gegen Ibitak. Wobei, fairerweise ist es auf einer Harley auch durchaus anstrengend. Oder in dem Äquivalent. Die Luft ist raus. Na? Ach, wenn ich doch wie Taubsi und Tauboga fliegen könnte. Wenn du bloß ein Vogel wärst, willst du uns sozusagen sagen, hä? Tja, bist du halt nicht. Und bevor ich es vergesse, das sind halt natürlich so Klischee-Biker hier. So die Harley-Fahrer, die ich kenne und so. Oder die solche Motorräder fahren. Sind eigentlich alles dufte Leute. Also, gibt's das noch? Also, diese Klischee-Fahrer, die so drauf sind? Ich habe die jedenfalls nicht miterlebt. Aber ich fahre auch schon 3 Jahre kein Motorrad mehr. Steht angemeldet da und wird nicht benutzt. Wird zum TÜV gefahren. Wie leider bei so vielen mit Familienverpflichtungen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.